Hi ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bringe euch heute ein Bodyart-Video nach Hause, in euer Wohnzimmer oder wo auch immer. Ich bin hier in unserem Hobbykeller, habe ich ein bisschen umfunktioniert. Es wird nicht eine ganze Bodyart-Stunde sein, das ist nur eine kurze Sequenz. Ich denke mir so von 10 oder 20 Minuten. Und wir können ihr dann immer wieder daran ansetzen, nur damit ihr zu Hause ein bisschen was zu tun habt, dass ihr mich seht und dass ihr mich nicht ganz vergesst in all dieser ganzen furchtbaren Zeit, wo im Moment ist. Ja, furchtbar nicht, aber halt eine andere Zeit. Eine entschleunigte Zeit, kann man auch sagen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Und wie immer dürft ihr nach unten auf eure Matte in die Child's Pose, die Fußzehen zueinander, die Knie mattenweit geöffnet. Und die Arme dürft ihr ganz lang nach vorne wegschieben. So richtig lang nach vorne. Die Finger weit auffächern. Die Stirn so matte, die Unterarme. Lass dein Becken ziemlich viel Raum, dass es richtig ganz entspannt nach unten sinken darf. Und dann atme hier ein paar Atemzüge ganz entspannt tief ein. Tief aus, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und versuch, über deine Körperrückseite einzuatmen, dich richtig zu füllen, die Körperrückseite richtig auszufüllen mit deinem Atem und mit dem Ausatmen die Körpervorderseite komplett loszulassen, sodass dein Becken noch ein bisschen weiter nach unten sinkt, dass deine Stirn noch tiefer zur Erde sinkt. Einfach richtig ganz entspannt die Körpervorderseite zur Matte schmiegen. Ein über die Körperrückseite, aus über die Körpervorderseite. Und dann bleib hier noch für ein paar tiefe Ein- und Ausatemzüge. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Halte deine Arme ganz lang vorne, die Finger aufgefächert. Und wenn die Einatmung kommt, roll ganz rund nach oben. Und mit dem Ausatmen schieb dich wieder lang zurück. Einatmen rund nach oben. Aus, lang zurück. Zweimal mehr, einatmen, rund nach oben, ausatmen, lang zurück, einatmen, rund. Mit dem Ausatmen schieb die Schulter lang zurück, leg die Unterarme und die Stirn wieder zur Matte. Mit dem Einatmen hebe erst deinen Blick und dann komm über die rechte Seite nach vorne, sodass die Schultern über die Handgelenke gehen. Und mit dem Ausatmen schieb dich wieder nach hinten. Einatmen über links, so richtig nach vorne, ganz genüsslich, ausatmen, wieder zurück. Einatmen über rechts, Schultern über Handgelenke. Spür, wie deine Handgelenke ganz langsam warm werden. Einatmen nach vorne, aus über die Mitte. Noch einmal nach links, einatmen vor. Und mit dem Ausatmen wieder ganz langsam entspannt nach hinten, Unterarme und die Stirn wieder zur Matte. Lass deine Arme weit vorne und heb mit dem Einatmen erst wieder deinen Blick nach vorne und roll ganz rund vor. Öffne diesmal deine Beine mattenweit und lass dich ganz entspannt nach unten sinken. Drück dich aus deinen Schultern raus, dein Blick zwischen die Hände gerichtet, dein Bauchnabel zieht ganz sanft nach innen. Und dann wiege dein Becken von rechts nach links. Wenn du magst, nimm gern deinen Blick gegen gleich mit. Und ganz entspanntes Hin- und Her wiegen, ohne dass dein Bauch durchhängt. Die Schultern zurück, lass Weite entstehen in deinem Nacken. Und dann darfst du die Bewegung schon wieder anhalten. Komm in die Mitte, atme ein, schließe deine Füße, aus, schieb dich wieder in die Child's Pose. Einatmen, roll wieder nach vorne, nimm die Beine nochmal mattenweit mit, roll die Schultern zurück, leg diesmal deinen rechten Fuß auf deine linke Wade und schau ganz stolz über deine rechte Schulter. Lass deine linke Hüfte ein bisschen tiefer nach unten sinken, spür die Dehnung in deiner Hüfte, so dass es noch angenehm ist. Mit dem Einatmen komm zurück und wechsel die Seite, rechter Fuß, linke Wade. Lass deine rechte Hüfte ein bisschen nach unten sinken. Schau über deine Schulter ganz stolz. Spür die Dehnung in deiner rechten Hüfte. Einatmen in die Mitte zurück. Ausatmen ganz entspannt zurück.
Mit dem Einatmen roll wieder nach vorne in den Vierfüßler. Diesmal schließ deine Füße, setz deine Hände auf die Erde zurück und komm nach hinten in den herabschauenden Hund. Fang hier an, ein bisschen zu laufen auf der Stelle. Schieb die Ferse im Wechsel nach unten, die Knie zur Seite. Schau rechts und links an deiner Achselhöhle vorbei. Und dann heb dich mit dem Einatmen auf die Fußballen und lass deine Knie Richtung Matte schweben. Mit dem Ausatmen herabschauender Hund. Einatmen, die Knie schweben lassen, kurz über der Matte. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, die Knie schweben lassen. Ausatmen, herabschauender Hund oder auch umgedrehtes V. Nochmal einatmen, Knie schweben. Ausatmen, hoch. Einatmen, bring jetzt die Knie wieder auf die Matte. Ausatmen, schieb dich entspannt zurück. Lass die Arme weit vorne. Einatmen, roll wieder nach oben. Ausatmen, push tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, rück. Einatmen, vor. Aus, push tief. Schau, dass deine Arme ganz eng neben deinem Körper stehen. Und du richtest dich so nach vorne bewegst. Einatmen, vor. Aus, push tief. Ein und aus. Schön atmen. Ein, aus. Ein und aus. Die Körpermitte ganz aktiv. Spür deine Schultern, spür deinen Trizeps. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Bleib immer ganz in deinem Atemrhythmus. Ein, aus. Letztes Mal. Dann schieb dich wieder nach hinten zurück und roll wieder nach vorne in den Vierfüßler. Diesmal löse deine rechte und dein linkes Knie von der Matte. Drück dich aus deinen Schultern wieder raus und komm mindestens für 5 Zählzeiten ganz langsam auf deine Matte. Schau, dass du dich wieder nach unten bewegst wie so ein Brett. Ganz langsam geht's tief. Noch 5, 4, 3, 2, ein letzter. Brust und Becken schmiegen sich wieder in die Matte. Leg deine Fußrücken ab, Schambein zur Erde, roll die Schulter nach hinten, Halswirbelsäule lang. Einatmen, heb dein rechtes Bein in den Oberkörper an. Aus, tief. Einatmen, links. Aus, tief. Versuch dich mehr aus deiner Rückenkraft nach oben zu heben, weniger mit den Händen von der Erde. Nochmal ein. Und aus. Mit dem nächsten Einatmen heb dich nach oben an, dreh dich auf deine linke Seite, schieb das rechte Bein weit nach hinten, schau über die Schulter und komm mit dem Ausatmen ganz kontrolliert wieder zurück. Einatmen, heb dich an, schieb dein linkes Bein weit nach hinten zurück. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, hoch. Aus, tief. Lass deine Hände genau da, wo du sie abgesetzt hast, unter deinen Schultern. Einatmen hoch, schau ganz stolz über die Schulter, Single Leg Cobra. Ein, drück dich hoch, aus, tief. Ein, und aus. Nochmal ein, und aus. Ein, und aus. Ein, und aus. Ein, und aus, noch einmal links, ein, und ausatmen, komm wieder in die Mitte zurück. Setz die Hände wieder unter die Schultern, Fußspitze in die Erde, einatmen, Popo lift, drück dich nach hinten zu den Fersen, ausatmen, Child's Pose. Einatmen, komm wieder nach vorne, ausatmen, drück dich hoch ins V oder umgedrehtes V oder herabschauender Hund. Fang wieder an, auf der Stelle ein bisschen zu laufen, rechts und links. Und wenn irgendwann deine rechte Ferse oben ist, halte rechts oben, verlagere dein Gewicht auf die linke Seite, rechte Hand an die Wade und hol dir deinen Fuß ganz entspannt nach vorne.
Die Füße wieder ein bisschen versetzen. Einatmen, heb dich nach oben an. So, nicht richtig lang nach oben. Finde Länge, schön das Becken wieder aufrichten. Tief einatmen, nach oben. Ausatmen, neige nur den Oberkörper nach vorne. Greife rechts und links die Ellenbogen. Einatmen, wieder hoch. Und ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Und aus, tief. Hinteres Bein ganz wunderbar gestreckt. Wird es zu viel, kannst du gerne auch dein Knie abstellen. Ansonsten lass dein Bein oben, heb dich in die Länge. Ausatmen, Oberkörper neigt nach vorne. Greif dir deine Ellenbogen links und rechts. Einatmen, hoch. Aus, tief. Gerne auch so ein bisschen in die Rückbeuge schieben, ohne dass die Rippen so weit nach raus ploppen. Ausatmen, tief. Zweimal mehr. Einatmen, hoch. Aus, tief. Ein, hoch. Und mit dem Ausatmen bleibe schon wieder tief. Setz die Hände zur Matte, rutsch deinen Fuß rechts nach außen und drück dich zurück ins umgedrehte V. Wieder ein bisschen laufen auf der Stelle. Ganz genüsslich hin und her. Und wenn irgendwann deine linke Ferse oben ist, halte links oben, verlage auf rechts. Bring deinen linken Fuß nach vorne, versetz die Füße wieder ein bisschen. Einatmen nach oben, ausatmen, greif dir rechts und links die Ellenbogen. Ein, hoch, aus, tief. Ein, hoch, aus, tief. Mit dem Einatmen nach oben, heb dich ein bisschen in die Rückbeuge und ausatmen wieder tief. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Nochmal einatmen nach oben, ausatmen, nochmal die Ellenbogen greifen und die Hände wieder zur Erde. Der Fuß darf nach außen und zurück, umgedrehtes. Hier wieder ein bisschen bleiben, ein bisschen laufen, den Kopf schütteln, ja, ja, nein, nein. Und dann heb dich mit dem Einatmen auf die Fußballen, die Knie Richtung Matte, schieb den Po zurück und laufe mit kleinen Schritten nach vorne. Bleib tief in den Knien, Hände an die Fußknöchel, einatmen, atme nach oben ein. Ausatmen, setz dich tief. Einatmen, hoch. Aus, tief. Ich kann meine Arme hier nicht ganz nach oben strecken, die Decke ist zu tief. Ausatmen. Nochmal ein. Und aus. Einatmen, hoch. Und ausatmen, bring die Arme neben deinen Körper. Danke, ihr Lieben, dass ihr mitgemacht habt bis hierher. Es ist nur ein kleiner Teil von unserer Bodyart-Stunde. Jetzt käme dann weiter die nächste Schwungphase. Ich werde es euch in einem nächsten Video näher bringen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Aufwärmphase. Macht ruhig ein paar Mal diese Sequenz. Es ist eine wunderbare Sequenz, um den Körper ein bisschen aufzuwärmen und Geschmeidigkeit in den Körper zu bringen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder. Ich wünsche euch alles Liebe, eure Kirsten.